Am Freitagvormittag begrüßte der Papenburger Ratsvorsitzende Friedhelm Fürst rund 40 Schüler der Heinrich-Mittendorf-Oberschule aus Aschendorf und aus dem polnischen Stritzlin. Dort waren in der vergangenen Woche noch die Aschendorfer zu Gast gewesen, nun folgte der direkte Gegenbesuch in Papenburg. Die Vorfreude bei den polnischen Gästen war groß. Das erste Sache, also Gebäude hier. Gebäude und überhaupt dieses Gebiet, das ist unglaublich so flach. Wir haben Gebirge immer bei uns in Polen und hier ist so flach und alle Gebäude sind aus Ziegelsteinen. Das ist unglaublich für uns und viele schöne Gärten. Und sie sind sehr kommunikativ, das gefällt sehr. Und vor allem diese alle Freizeitparken. Das ist echt super für Kinder. Zum Programm der polnischen Austauschschüler gehören Besuche bei der Meierwerft, Schloss Clemenswert und eine Tour über den Hümmling. Noch bis Mittwoch sind die Schüler bei ihren Gastfamilien, dann treten sie die Heimreise an. Dankeschön.